bin ich wieder. Hallöchen. Heute mit dem Spiel, das dich irgendwo auf der Welt aus einem Flugzeug schmeißt und du erraten musst, wo du bist, bevor du auf den Boden aufschlägst. Wir starten mit Runde 1. Jetzt. Okay. Ich bin an irgendeinem sehr besonderen Punkt. Ja, Mann. Guck mal, hier trennen sich die nördliche und die südliche Hemisphäre. Das heißt schon mal, ich bin auf dem Äquator. Irgendwo auf dem Äquator. Scheint Englisch zu sein oder Spanisch. Ach, Spanien liegt nicht auf dem Äquator, oder? Nee, es gibt nördlich davon. Nee, da kann ich jetzt nichts draus schließen. Gucken wir mal, Äquator, hier. Müsste denn hier irgendwo Südamerika oder Afrika, wobei ich denke, das hier wird eher Südamerika sein. Was haben wir denn da? Wir haben Ecuador. Also, ja komm, das spricht Bände. Also wenn es nicht hier ist, dann weiß ich auch nicht. Yes. 24 Kilometer nur entfernt. Ziemlich gut. Für den Anfang. Total solide. Kann ich nicht meckern. Geht's in Runde 2. Okay. Das hier, guck mal, hier sind überall Flaggen von Leuten, die hier schon waren und sehr stolz drauf sind. Wird das der Mount Everest sein? Kann das der Mount Everest? Hier ist ein Fluss, ein kleiner, ein Bach, ein See, ein Bergsee. Ist das der Mount Everest? Wie stolz die alle sind hier oben. Also es könnte auf jeden Fall das Himalaya-Gebirge sein, ne? So viel Schnee, wie hier liegt. Sehr großes Gebirge. Mein Internet ist sehr langsam heute. Ja, komm. Wo ist denn das Himalaya-Gebirge? Irgendwo bei Nepal, oder? Hier müsste das doch sein. Irgendwo hier? Yes, gar nicht weit weg. Mount Everest, wie ich sage. Der Länderbonus war nicht richtig. Ich dachte, der wäre in Nepal, aber scheint knapp über der Grenze noch in China zu sein. Wundert mich. Wundert mich. Aber gut. Runde 3. Bisher ordentlich Punkte gemacht. Oh. Niemand weiß, wo Hogwarts ist. Ja, nee. Viel zu mickrig für Hogwarts. Gott, das ist Mitteleuropa hier. Ziemlich eindeutig, aber könnte jetzt halt vieles sein. Oh, ich habe eine zweite Perspektive. Vielleicht hilft mir das weiter. Waffentor. Klingt ja sehr deutsch. Inschrift zu Ehren Herzog Maximilians. Okay, wir sind in Deutschland. Sind in Deutschland. Wo in Deutschland? Ich habe noch eine Perspektive. Zur Burg. Zur Maultasch. Steht hier. Klagenfurt, Brücke. Alles noch nie gehört. Nee, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall Deutschland. Dann gehe ich halt einfach mal auf Mitteldeutschland. Österreich. Die Hälfte der Punkte immerhin noch bekommen. Schade. Wir waren in Österreich. Okay. Hier eher tropisch auf jeden Fall. Anhand der Bäume sieht man das ganz gut. Das hier, oh, was ist denn das? Sieht aus wie ein Staatsmuseum in Darmstadt. Ist aber wahrscheinlich eher, ja, ich weiß nicht, Spanien? Rechtsverkehr auf jeden Fall. Könnte Spanien sein, tatsächlich. Ich habe meine zweite Ansicht. Das Kapitol von, was ist das? Spanien? Keine Ahnung, Mensch. Könnte auch Griechenland sein. Aber das ist nicht die griechische Flagge. Aber halt auch nicht die spanische. Ich weiß es nicht. Aber die Gegend wird stimmen, denke ich. Libyen könnte es vielleicht sein. Bezweifle ich aber auch. Nee, komm, ich gehe mal auf Spanien. Ja, das war klar. Ganz falsch. Kuba. Kuba war das, okay. Na gut. Von mir aus. Muss ich auch mal eine schlechte Runde geben. Runde 5. Eine Statue zu Ehren einer Gottheit. Ist das Hermes? Könnte Hermes sein, der Götterbote mit den Flügeln am Hut.
Also eventuell Griechenland. Das hier sieht aber jetzt wieder ein bisschen römisch aus, habe ich das Gefühl. So eine römische Legionärskluft. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine zweite Ansicht. Italien, sage ich mal. Mittelitalien. Das war jetzt in Deutschland? Echt jetzt? Ich glaube, da stimmt was nicht. Ihr bringt irgendwas durcheinander. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Mm-mm. Kanada? Wow, eine riesige Axt. In Kanada zu Boden gegangen. Stecken geblieben. Und nur knapp ihr Ziel verfehlt. Glück gehabt, meine junge Dame. Ja gut, Kanada ist halt riesig. Kanada ist verdammt riesig. Wird schwierig da jetzt, wobei es ziemlich flach ist, ne? Wahrscheinlich doch eher in der Nähe Amerika noch. Also irgendwie hier unten. Was? War nicht mal Kanada? Ah doch, hier gehört es auch noch zu Kanada. New Brunswick. Ah ja, doof. Wenig Punkte. Wenig Punkte. Stonehenge. Aber nein, das ist nicht Stonehenge. Warum stehen die da so komisch? So in Reihe und Glied. Das kann nicht Stonehenge. Wie ist denn der Verkehr? Ah, sieht man nicht, schade. Aber scheint ein Linksverkehr zu sein, tatsächlich. Das würde für Japan sprechen. Erstens Linksverkehr, zweitens hier die Clown-Sehenswürdigkeiten vom Rest der Welt. Ja, ist ein Linksverkehr. Yeah, japanische Schriftzeichen. Yes. Yes, 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 yes. Das steht in Japan. Küste. Irgendwo an der Küste wahrscheinlich. Nicht an der Küste. Nordjapan. Relativ wenig Punkte. Hätte besser ausfallen können. Aber immerhin habe ich gewusst, wo. Hey. Und das hier wird jetzt England sein. Oh. Australien? Ist das Australien? Ist das Sydney? Opera House. Yes! Sydney, da haben wir es. Das heißt, irgendwo. Oh, kann ich das vielleicht sogar exakt finden? Da ist eine Brücke, wird die hier eingezeichnet? Ja, da ist eine große Brücke, da auch. Eine von den beiden. Das heißt, hier drin wahrscheinlich irgendwo. Ich mache einfach mal. Oh, nee, da oben. Aber gut. Wieder fast volle Punktzahl. Ist okay. Was sind das hier für Wasserrouten, die hier eingezeichnet sind überall? Schiffrouten. Gut, vorletzte Frage. Zeig mal her. Ich würde schon wieder direkt auf England tippen. Anhand dieser alten Schlösser. Aber muss nicht sein, ne? Sowas gibt es ja auch in Deutschland. Und wahrscheinlich auch in den umgrenzenden Ländern. Ah, da hat sie ihre Tasche hingelegt und raus. Da sind ihre Schwestern. Ist sie da nochmal? Ist sie das auch? Nee, das ist sie nicht. Schöne Burg. Wo sind wir? Flagge. Ist das die Schweiz? Nein. Steht hier. Hohensalzburg. Salzburg ist doch. Ist Salzburg nicht Deutschland? Oder zumindest etwas sehr nah angrenzendes? Ey, ich habe noch eine Perspektive. Ein Weihnachtsmarkt. Flammkuchen. Ne? Deutsch? Oder verarscht ihr mich und das ist wieder Österreich? Österreich. Nee, das wird Deutschland sein diesmal. Hä? Irgendeine Burg. In Deutschland. Ja, komm. Hier auch irgendwo in der Mitte, da wo nicht so viel Ballung herrscht. Österreich. Ich fühle mich heute sehr verarscht von diesem Spiel. Letzte Runde. Oh, nice. Das erkennt man doch direkt. Das ist Hogwarts. Natürlich nicht. Das ist Disney. World Land. Disney World, Paris? War doch in Paris. War doch in Paris,
oder? Es gibt noch zwei. Es gibt Disney World in Paris und Disneyland in vermutlich Amerika. Und dieses Symbol hier ist wahrscheinlich. Also, dieses Schloss, dieses Disney-Schloss, ist ja Symbol von diesen Filmen und vermutlich deswegen eher in Amerika, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Staat dieses blöde Disneyland ist. Oder World oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier, Ballungsgebiet wieder, kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Washington. Nein! Da waren überall amerikanische Flaggen auf den Häusern. Deswegen bin ich nochmal umgesprungen und habe mich für Amerika entschieden. Wegen diesen ganzen Flaggen. Überall, wie in so einem Blockbuster. Dieses Spiel hat mich heute sehr in die Irre geführt. Ich fühle mich verarscht. Ich gehe geknickt und als geschlagener Mann verlasse ich das Feld. Und ihr könnt mich alle mal. Punkte habe ich 28.000, relativ wenig. Mensch, hätte besser laufen können. Ich muss mich jetzt erstmal von dieser Niederlage erholen und ich melde mich zurück, wenn das heißt GeoGuessing Part 3. Tschüss! Oh, welch wunderschöne Endcard. Ganz neu hier, zum ersten Mal benutzt. Schöne Sache. Schöne Sache.